Hey ho und willkommen zurück zu Medieval Dynasty und wir stecken hier immer noch bei Unigos in der Geschichte fest, die auch kein Ende hat. Der Tag ist dann wahrscheinlich wieder rum, sobald wir hier durch sind. Ich will doch bloß mein Feld endlich mähen oder so ähnlich. Ja, jetzt habe ich ein Päuschen gemacht. Ist jetzt schwierig. Wie war seine Stimme? War die nicht irgendwie so ein bisschen... Die Verkäufer machen nicht den Stimmer. Für Geduldsspielchen. Also schickten sie sofort ihren schlimmsten Folterknecht. Das Grauen packte mich. Ließ mich völlig versteinern. Ich konnte kaum atmen. Jordan sagte kein Wort. Sah mich einfach nur an. Seine Augen wirkten ruhig, aber aufmerksam. Ich verstand, dass er wollte, dass ich ebenfalls ruhig bleibe. Aber ich konnte nicht. Er kam zuerst dran. Die Folterknechte knallten Jordan an einen Stuhl fest und prügelte auf ihn ein. Seine Fäuste waren wie Schmiedehämmer. Dance Hammer Time. Jeder Schlag hinterließ eine blutende Wunde und gebrochene Knochen. Innerhalb kürzester Zeit war Jordans Gesicht nicht mehr wieder zu erkennen. Das einzige Vertraute inmitten dieses blutigen Fleischpreis war sein Lächeln. Das war einer der Momente, in denen ich mich fragte, ob er überhaupt ein Mensch ist. Der Folterknecht begriff recht schnell, dass er es bei einer so einzigartigen Kreatur mit anderen Mitteln versuchen musste. Also holte er seine Messer. Das war der Augenblick, in dem Jordan anfing zu sprechen. Gab viele Augenblicke in dieser Geschichte offensichtlich. Er machte ihm Angebote. Eines nach dem anderen. Aber der Folterknecht machte einfach damit weiter, seinen Oberkörper einzuritzen. Als würde er ein Stück Fleisch fürs Braten vorbereiten. Da war so viel Blut. Ich konnte es beim Atmen schmecken. Ich wünschte mir, ich würde das Bewusstsein verlieren. Einfach vor all dem weglaufen. Weit weg. Aber mein Herz schlug so heftig, dass er mich wach hielt. Okay, das ist entsetzlich. Plötzlich hielt der Folterknecht inne. Er blickte zwischen mir und Jordan hin und her. Er sagte nur diesen einen Satz. Wenn du lügst, dann mache ich dasselbe mit ihm. Er war kurz davor, mich zu übergeben. Was? Ja, aber Jordan nickte nur. Also band er uns beide los und verhalf uns zur Flucht. Dabei begegneten wir einigen weiteren Söldnern. Alle schwer bewaffnet. Keiner von ihnen hielt uns auf. Selbst sie hatten Angst vor diesem Kerl. Wir entkamen in einem Stück. Also, wir entkamen lebendig. Es dauerte viele Wochen, bis Jordans Wunden zu heilen begannen. Und selbst danach war er so voller Narben, dass es aussah, als hätte jemand versucht, ein Kettenhemd auf seine Haut zu stricken. Aber wir waren dem Tod entronnen. Und sein Sendbote wurde einer von uns. Der Folterknecht, das war Sambor, nicht wahr? Ja. Okay, mir fehlen die Worte. Es tut mir leid, dass es euch angetan wurde. Jetzt verstehe ich, warum Sambor nicht die Wahrheit sagen wollte. Die Wahrheit klingt einfach entsetzlich. Um ehrlich zu sein, die Albträume von dieser Nacht haben nie ganz aufgehört. Wie konntet ihr so einen Menschen in eure Gruppe aufnehmen? Denkst du, ich wollte diesen Mordgesellen in meiner Nähe? Tagelang habe ich kein Auge zugemacht. Ich habe es nicht gewagt, ihm den Rücken zuzukehren. Habe jede seiner Bewegungen genau beobachtet. Warum habt ihr ihn dann... Was? Ach so, ihn, da fehlt ein Haar. Dann nicht einfach weggejagt? Es ist ganz einfach. Jordan hatte es ihm versprochen. Er versprach ihm die einzige Sache, die diesen Rohling etwas bedeutete. Und das war... Geld. viel mehr als die Gilde ihm bezahlte und ein Anteil an der Beute von jedem unserer kommenden Raubzüge. Aha. Hättet ihr ihm nicht einfach ausbezahlen können oder weglaufen? Das war nicht Jordans Art. Er war ein meisterlicher Lügner, aber wenn er jemanden wirklich sein Wort gab, dann blieb es dabei. Davon abgesehen fanden wir später heraus, dass Sambor nicht von Natur aus böse ist. Hallo, junge Frau. Ich bin gerade beschäftigt. Er war einfach ein Söldner und tat das, wo... Kommst du klar? Er tat das, wofür man ihn bezahlte. Und befolgte Befehle. Jordan verbrachte viele Stunden damit, sich mit ihm zu unterhalten. Ihn unsere Verhaltensregeln zu erklären. Sambor hat nie auch nur ein einziges davon gebrochen. Niemals. Das ist unglaublich. Eure Leben, meine ich. Ich glaube, das wäre alles viel zu viel für mich gewesen. Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass dir vieles davon auch niemals zustoßen wird. Ich habe vieles erlebt und nach all den Jahren ist die Sache, die ich dir am meisten wünsche, dass du ein langweiliges und beständiges Leben haben wirst. Ich bin niemand, der sich schnell langweilt. Es gibt immer etwas zu tun. Verglichen mit deiner Geschichte klingt ein langweiliges Leben wirklich angenehm. Ja, es gibt immer was zu tun. Das höre ich gerne. Dann wird dich auch meine nächste Bitte nicht langweilen. Immer raus damit. Womit kann ich helfen? Du musst Eda in Borovo für mich finden und meine Sense von ihr zurückholen. Das ist so gut wie erledigt. Das klingt absolut langweilig. Oh, du brauchst sie sicher für... Du weißt schon was, oder? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Die Enthauptung? Wie bitte? Du hältst mich für einen Henker? Und nicht nur das. Du denkst, dass man Leute mit einer Sense enthauptet? Ich denke, es ist am besten, wenn ich mich jetzt auf den Weg nach Borovo mache und... Bis später. Ach, erst mal am Weg stehen und dann den Kopf schütteln. So, wieder Quest abgeschlossen. Hole Unigos Sense von Ida zurück. Okay. Okay, okay. Ach, das ist dann jetzt schon Unigos Geschichte 2. Also die erste ist abgeschlossen. Die war auch... Oh, also... Die Geschichten sind echt umfangreich. Also die haben viel zu erzählen. Die haben echt viel zu erzählen. So, ich habe eine Sense. Ich habe Dünger. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Da kann ich eigentlich wieder los. Bist du's? Du bist es. Hallo da. Du hast jetzt was auf dem Kopf. Okay. Romantik. Wie geht es dir, meine Schöne? Ja, den Gefühlen... Manchmal scheint die Welt einfach nur leer und trostlos. Ich möchte bluten, nur um herauszufinden, ob ich noch am Leben bin. Nee. Das ist einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Also, Bären keine Schwerter benutzen, weil sie... was? Weil sie dich auch so überwältigen können. Ja, na klar. Nein, du bist einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Ich bin nicht überrascht, dass ausgerechnet du so denkst. Klingt jetzt nicht so positiv. Schönes Kleid, den ganzen Tag gesehen habe. Ich finde dein Haar einfach wunderschön. Es glänzte wie der Morgentau in der Sonne. Das tut es. Ich stelle es dir mir gerne als passendes Nest für eine Krone vor. Natürlich, natürlich, die wirst du auch tragen, ganz sicher. Einfühlsame und sensible Frauen wie dich hier habe ich schon immer zu schätzen gewusst. Ich habe viele Qualitäten, die bedeutender sind als diese. Das ist auch nicht schlimm. Na, natürlich. Tut mir leid, ich brauche etwas Zeit. Na klar. Zuneigung 50. Immerhin. Die kriegen wir rum. Die kriegen wir. Vielleicht noch nicht im Winter, aber im nächsten Jahr bestimmt. Jetzt aber schnell zurück. Es wird nämlich schon dunkel. Und ich möchte am heutigen Tag noch... Was ist das? Achso, das ist Gras. Ich möchte am heutigen Tag noch... weiß schon. Das fällt mir nicht ein. Hier, mein Zeug ernten. Meine Ernte einholen. Oder so ähnlich. Oh. Hier gibt es auch Ton. Nice. Nehme ich doch mit? Kenne ich doch nichts. Ich muss eh so viel abbauen und machen und sammeln und so weiter, wie es nur geht. Ich muss ja quasi leveln. Okay, und da kann ich auch was finden mit einer gewissen Prozentchance. Aber das mit der Prozentchance ist halt relativ und so. Ist halt echt ein bisschen blöd. Okay. Eine Bronzeschaufel. Ton. Hat ja einer liegen lassen. Ich akzeptiere dies mit Freuden. Nice. Jetzt bin ich natürlich schwer überladen, aber es ist auch nicht mehr so weit. Das kriegen wir hin. So, was haben wir hier für Pilze? Steinpilze? Okay. Okay. Und das hier müsste dann... Fliegenpilz. Ist ja egal, ich will die ja nicht essen. Ich will die ja eigentlich nur verkaufen. Okay, das gefällt mir sehr gut. Ich muss wohl dann echt mal einen Waldspaziergang machen, mich so komplett leer machen und dann mal eine Folge Waldspaziergang und dann tun wir eigentlich nichts anderes als Pilze sammeln. Einfach mal Pilze sammeln. Ohne Ende. Ja, ich weiß, du bist erschöpft. Ich will jetzt aber auch nichts weglegen, tatsächlich. Das passt mir nämlich gerade gar nicht. Mich stört nur, dass ich mein Haus noch nicht sehe. Ach doch, da hinten. Da ist der Brunnen. Oder die Holzfällerhütte. Irgend sowas. Das kriegen wir hin. Da brauche ich jetzt nicht nochmal irgendwas weglegen oder so. Die Schaufel wird natürlich wieder, die Bronzeschaufel wird verkauft. Das steht jetzt schon fest. Die bringt nämlich wieder gut Geld. Das wird definitiv getan. So. Ja. Ich würde dann jetzt mal kurz reingehen und die Pilze reinlagern. So, und den Breitwegerich. Die Bronzeschaufel. Eigentlich schmeiße ich die auch erstmal da rein. So, den Dünger brauche ich noch. Da, Pilz, Fleisch, Pilz, Sichel, Stock, Ton. Ich habe natürlich jetzt noch nicht sehr viel Gewicht rausgenommen aus der ganzen Situation. So, das ändern wir aber jetzt. Indem wir die Stöcker und Stock und Ton. Nice. Fällt mir jetzt schon. So, jetzt muss ich nur die Sichel auf irgendeinen Slot legen. Wo ist sie? Hier. Was brauche ich denn am seltensten, am unwahrscheinlichsten? Das Messer eigentlich. Das brauche ich zumindest nie ausgerüstet direkt. So, dann nehme ich mal die. Geh mal hier hin. Haferfeld. Ja. Ah. Schon wieder ein Störsignal auf dem Mikro gehabt. Ich glaube, das kommt vom Handy. Na komm. Nice. Erforderlich Säckchen Dünger. Ja, überall. Okay. Dann machen wir Säckchen. Und L2 für Samen auswählen. Feld... Dünger. Ungedüngt. Mhm. Okay. Freigeschaltet Scheune. Mhm. Okay. 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 Ungepflügt. Ah ja, jetzt muss ich Samen nachlegen. Okay, das wächst nicht einfach so weiter. Okay. Unbesät. Okay. Ich dachte, da wächst nochmal was raus. Was habe ich denn noch an Samen? Roggenkorn. Roggen, Weizen kann ich anbauen. Ich kann nur Roggen und Weizen anbauen. Verdammt. Weizen habe ich. Weizen habe ich noch. Zumindest ein bisschen was. Ja, Weizen. Aber der Rest geht wohl nicht. Im Dunkeln schwierig. Nee. Ich wollte das Säckchen. Und dann Weizen. Roggen. Das geht halt nicht. Kann nicht in dieser Jahreszeit gepflanzt werden. Kann in dieser Jahreszeit nicht gepflanzt werden. Ja. Okay. Weizen. Eins. Zwei. 3. Okay. Und die anderen 3 mache ich dann Roggen. Aber Roggen kann ich den Tag jetzt nicht mehr holen. Huch. Aber trinkt mal was. Das wird nichts mehr mit Einkaufen um diese Uhrzeit. Ist gar nicht so weit weg, mein Ziel. Wo ist denn das? Ach, da gleich. Okay. Das kann ich sogar machen. Das ist ja easy. So. Wir haben jetzt hier aber noch Hafer. Genau. Kann auf dem Dreschboden der Scheune zu Stroh und Haferkorn verarbeitet werden. Mhm. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Scheune freigeschalten. So, Steinmesser bleibt natürlich. Sonst habe ich nichts. Dünger. Ja, den Dünger kann ich jetzt auch wegpacken. Gebratenes Fleisch. Da werde ich gleich noch was essen. Wo war das mit den Kohlsamen? Oder habe ich die schon weggepackt? Haferkorn, Kohl und Kohlsamen. Alles klar. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Nö. Essen. So. Habe gegessen. Und ich gehe mal auf den. Und ich habe getrunken. Ich habe gegessen. Und Korn kriege ich erst am nächsten Tag wieder. Es ist 23 Uhr. Technologie. Holzschuppen, Jagdhütte, Scheune. Mehl- und Tonwurf. Baumaterial wird aus Ton und Stroh an der Werkbank der Scheune hergestellt. Kann zum Verputzen von Flechtwerk und Holzwänden verwendet werden. Okay. Ich habe Steinwände also. Weiß auch nicht. Geht es da auch? Okay, so ist es soweit, so gut. Sind wir bei 12 von 25. Das zieht sich wohl noch ein bisschen hin. Okay, ich muss irgendwo eine Scheune hinstellen. Langsam wird's kompliziert. Ich brauche irgendwo einen riesengroßen Baum. Einen richtig schön großen Baum, den ich als Dorfzentrum nutzen kann. Der hier bietet sich an. Der ist schön dick und groß. Und ein bisschen verzweigt ist er auch. Der da würde sich auch anbieten. Der ist mir aber zu nah am Weg. Und doch eher den hier. Oder haben wir noch so einen? Irgendwas richtig Großes, was ich als Dorfzentrum nutzen kann. Hier ist dann auch wieder zu nah am nächsten Weg, oder? Für den hier. Ja, der ist ja nicht hoch genug. Der hat nicht so einen richtig dicken Stamm. So einen richtig coolen. Ah, da bietet sich echt nur der Dicke hier an. Als Baum des Dorfzentrums. Er könnte zwar tatsächlich geiler umschlossen sein, aber... Ah, speichert. Nee, doch nicht. Was hat er dann geladen? Bin mir unsicher. Diese Edelreizker, die sind gut. Ah. Hat mal richtig schön gesammelt. Okay. Ja, Scheune. Also der Baum ist, glaube ich, zu weit vorne und nicht ganz so geil. Das ist doch schon ganz nice, aber nicht so geil. Es würde echt dieser hier werden. Wie mache ich denn das am schlauesten? Erstmal sammle ich hier alles weg. Ich Damit ich mal langsam anfangen kann, hier ein bisschen systematisch zu bauen. Ich werde hier schon so einige Gebäude erneut bauen müssen. Zwangsläufig. So, das heißt aber auch, der Baum kann weg. Okay, der ist steif. Sehr gut. Kam alles runter. Weitwegerich. Holzstamm, 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 Stock, Johanniskraut, Stock. Okay, jetzt brauche ich mal kurz die Schaufel. Der kommt weg. Da kriege ich auch nochmal einen Holzstamm. Okay, das ist eigentlich ganz gut. So, nein. Ich hätte gern Weg gemacht. Dieser Baum ist das Zentrum. Dieser Baum ist das Zentrum. Jetzt muss ich mal ein bisschen ausloten. Achso, nee, brauche ich ja eigentlich gar nicht. Die Felder werde ich außenrum ums Dorf setzen. Das heißt, so richtig ausloten muss ich es nicht. Das ist schon ein geiler Baum. Der ist aber auch geil. Warte mal, ich muss den da noch weghacken. Das kann ich aber gerade nicht. Mal kurz Stöcker verarbeiten. Würdest du Spiel? Ach so. Der hatte trotzdem noch den Bauplan dran. Okay, gut, gut, gut. Ja, ne, also Dorfzentrum. Wir machen uns unser Dorfzentrum, wo wir dann ein bisschen besser drumherum bauen können. Ein bisschen gezielter auch. Definitiv. Eigentlich müsste ich da auch nochmal einen Brunnen direkt an den Baum setzen. Und da dann drumherum einen Weg. Bisschen breiter, da kann dann noch eine Bank oder sowas hin, einfach nur so als Zentrum. Ja. Aber das machen wir alles erst in der nächsten Folge. In dieser Folge nicht mehr. Und wir holen uns natürlich, sobald wieder Tag ist, holen wir uns den Roggen. Gut. Dann sage ich mal vorerst, ist schon angenehm. Schade, dass ich einiges noch wieder wegreißen muss. Weil ich es dann halt umsetze. Aber das halt im Laufe der Zeit. Na gut. Ich danke auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und dabei sein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao, ciao. Station.